November gekommen. Ja. Wir haben im Januar der letzten Jahres, im Dezember, haben wir Kontakt zur Firma Kirchenhofer gekriegt. Ja. Seniorchef ist da vor Ort, ja. Weltmarktführer der Hersteller von Maschinen, die Katalysatoren herstellen. Ja. Ja. Die Firma hat sich natürlich während Corona auch gedacht, was machen wir denn? Ja. E-Autos brauchen wir keine Katalysatoren mehr, zumindest in Deutschland. Der Rest der Welt läuft es noch, die Geschäfte. Ja. Die brauchen nur noch Autos, die Verbrenner haben. Hat sich die Firma Kirchenhofer gedacht, okay, wir versuchen mal was zu entwickeln. Ja. Ihr könnt in der Hammer rings rumlaufen, im Trainer seht ihr dann, was ich meine. Da ist ein Roboterarm drin. Ja, der Roboter ist, ja, er macht nicht krank, sage ich mal. Ja, ist 24 Stunden rund um die Uhr da, 7 Tage. Muss, glaube ich, alle zwei oder drei Jahre gewartet werden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und ja, wie gesagt, das war so die Geschichte, wo wir gesagt haben, okay, das Projekt klingt interessant. Wir haben uns das vor Ort angeschaut. Wir selber haben vor unserer Filiale zwei stinknormale Verkaufsautomaten. Ja, diese Verkaufsautomaten müssen an solchen Wochenenden, gerade zu Ostern oder wenn die Leute wissen ja nicht, dass so schönes Wetter wird, ne? Es gibt keine Wetter-Apps, die stehen dann Sonntag früh hier und fragen, warum ist der Automat leer? Ja? Ja, weil 100 Leute die gleiche Idee hatten. So, da haben wir überlegt, was können wir machen. Es gab vor's Jahr irgendwann mal vom Land für Landwirtschaftsförderung, keine Ahnung, oder Belebung des ländlichen Raums, keine Ahnung, wie das genau jetzt hieß, dieses Förderprogramm. Die wollten das halt den ländlichen Raum beleben. So, dann habe ich die mit denen telefoniert und habe gesagt, ja, es gibt eigentlich keine Technologie, um das umzusetzen, was ihr haben wollt. Ja, mit diesen Automaten, ich kenne Unternehmen, die stellen Container hin und stellen da 10 solche Automaten rein, die wir vorne stehen haben. Also das Problem, du musst die Automaten trotzdem immer wieder befüllen. Ja, wenn der leer ist, ist er leer. Hier haben wir das Problem nicht. Wir kriegen hier zwischen 2.500 und 3.000 Artikel rein. Ja, also es ist wirklich von hier vorne. Also bis hier haben wir die Regale, von hier bis da drüben. Und ich habe mal grob durchgerechnet, wenn ich alles mit Rostwürsten besticken würde, dann würde ich jetzt 30.000 Rostwürste reinkriegen. So, wir haben uns dann entschlossen, nicht nur unsere Produkte reinzumachen, sondern das ganze Thema als Minikonsum aufzumachen. Gerade eben auch, um diesen ländlichen Raum zu beleben, weil wir haben ja Waschmittel drin, Maggi drin, eigentlich alles das, was man tagtäglich mal gebrauchen könnte. Ja. Gestern ein Kollege hat den Automaten den Domladen gelegt. Ne? Ja. Also wir sind ja auch dabei, uns die Produkte zu verfeinern, immer wieder anzuschauen. Ja, das kann jetzt auch mal zu einem Vorführeffekt kommen, weil wir haben jetzt 250 Artikel drin. Die Kollegin hat versucht, alle Artikel durchzuspielen, ne, dass es funktioniert, aber bei der Technik, wie sieht man, wie es ist, es kann auch mal was passieren. Ja. Ohne irgendeine Förderung finanziert. Wir hatten zwei Gemeinden, ne, mit Kölle da und in der Weichstraße, die das gerne dies Jahr schon gehabt hätten. Aber wie es der Kollege gerade gesagt hat, wird dann einfach eine Förderung runtergeschraubt. Selbst wir haben da auch einen Haufen Zeit und Geld mit investiert, um da Fördermittel oder Pläne zu erstellen. Aber das sehe ich genauso. Also wenn man sagt, man hat kein Geld, dann hat man kein Geld. Die Arbeit, die du jedes Mal vorne weg hast, sollte man sein lassen. Ich bin mittlerweile ganz froh, dass wir das Gerät haben. Auch einfach verstärkt haben. Wir haben die ganze Logistik dahinter, die hier dahinter steckt, ja, die Produkte zu bestellen. Wir haben einen Vorbau, dass man die Teile bestücken kann. Und wir haben natürlich unsere eigenen Produkte, um den Automaten schicken zu können. Und wir haben natürlich auch Produkte, die dann halt entsprechend auch gefragt sind. Wir haben eigentlich bewusst auch versucht, auf regionale Partner zu setzen. Ja, weil wir wollen ja die Regionalität unterstützen. Hat sich natürlich auch ein bisschen schwierig gestaltet, weil viele, die sagen, wir wollen, ne, die haben dann einfach mal Angst gehabt vor den Mengen. Ja, aber keine Ahnung, was da für Mengen kommt. Aber da sind wir immer noch weiter auf der Suche daran, da weiter regionale Partner dazu zu holen. Wird wahrscheinlich auch die Agrargesellschaft Pfiffelbach mit Kartoffeln dazukommen. Also es sollen, wie gesagt, Waren des täglichen Bedarfs rein. Wir haben bei unseren Automaten hat sich zum Beispiel die ganzen Fahrer bei der Diakonie oder beim Deutschen Roten Kreuz, die haben sich mal bedankt, dass sie halt dann abends, wenn die dann rumfahren, noch mal frisches Gartbiss zum Beispiel holen können. So, wir haben immer weiter auch noch Leute, die hier in Schichtbetrieben arbeiten, die dann halt abends mal herfahren können und können sich noch Sachen kaufen.
Wir selber sind wirklich jetzt auch mal gespannt, wie sich die ganze Geschichte entwickelt, ja? Was die Leute kaufen, ja? Vor allem wann sie es kaufen. Ja? Der Vorteil von diesem System ist weiterhin, dass es bargeldlos funktioniert. Ja? Also es geht nur EC. Und das ist der Riesenvorteil gegenüber den anderen Automaten ist, ich kann jetzt hier unter diesen Webshop VPS, wenn ich scanne den Code, ich wähle mich dann auf das Gerät ein und kann meine Artikel mir online aussuchen und reservieren. Also ich fahre nicht mehr wie bei den Automaten auf die Glück, ja, was wir halt immer das Problem hatten. Ja. Leute sind hergefahren, haben mich angerufen, heute ein Automat ist da. Ich sage, ja, das soll ich nicht machen. Die waren dann früh um 9 hier. Ich sage, da musst du warten, irgendwann im Laufe des Vormittags kommt die Kollegin. Also der Automat wurde im Sommer teilweise 2 bis 3 Mal am Tag gefüllt. Das ist natürlich dann auch wieder ätzend für denjenigen, der es dann füllen muss. So, und deswegen, wir werden dann hier die Menge entsprechend anpassen, dass du dann problemlos über das Wochenende kommen solltest. Ja, wie jetzt noch irgendwas vergessen hast. Na. Natürlich, aller Anfang ist schwer. Deswegen haben wir auch gesagt, Produktideen. Na, weil jede Region funktioniert auch ein bisschen anders. Wir sind ja in der Polta, wir sind nicht auf dem ländlichen Raum gerade. Ländlicher Raum will vielleicht mal andere Sachen haben. Wir haben wirklich versucht, mit unseren Lieferanten und so, mit den ganzen Mitarbeitern zu überlegen, was brauchst du tagtäglich. Und dann haben wir uns dann erstmal für die Produkte entschieden. Ich bin gespannt, wie es zukünftig werden wird, ob der ländliche Raum dann mal sagt, okay, wir gucken uns das an und sagen, das ist eigentlich genau das, was wir haben wollen. Weil ich selber habe mir mit der Kollegin zusammen diese 24-Stunden-Tante-Emma-Läden angeschaut. Ist alles schön und gut, aber die Dinger kosten erstmal um einiges mehr Geld. Ja? Ich brauche riesengroßen Verwaltungsaufwand, ich brauche da drinnen Sensoren und Fußboden, muss mit Feuerwerk gekoppelt sein. Du kannst nicht spontan einkaufen, weil du dich erst anmelden musst, weil dann kriegst du eine Karte, dass die nachvollziehen können, da reinkommen. Die Parkplätze sind mit Sensoren überwacht. Und vor allen Dingen, ich glaube, da drin ist so, das Ding muss ja 24 Stunden rund um die Uhr per Kamera überwacht werden. Ja, also verlagere ich meine Kosten aus der Filiale eigentlich in die, hinter die Kamera. Und ich brauche trotzdem noch jemanden, der tagtäglich vor Ort ist, die Inventur macht. Ja, weil die Kameras, die zeigen viel, aber wer geliebt ist, der klaut dann natürlich auch. Also ich glaube, die Erfahrung ist, oder was von Mark Kirschenhofer von anderen mal so gehört hat, 10% Schund. Ja. Ja. Was geklaut wird, ist natürlich hier nicht. Ja, hier kommt keiner rein, wir machen mal alles von außen. Wir werden das jetzt hier auch noch ein bisschen überdachen. Und der Riesenvorteil ist eben, da wo der Kollege steht, ist er genau getrennt. Kann ich den Automaten trennen. Wenn der an der Stelle steht, wo es nicht passt, wo man weiß, okay, da funktioniert nicht, dann baue ich den ab. Ungefähr 4 Stunden Abbau würde ich sagen, 4 Stunden wieder Aufbau und stelle den an einer anderen Stelle auf. Also das wirtschaftliche Risiko ist sehr gering. Pflegeleicht. Und ich brauche lediglich als Anschlüsse, wenn ich nur hinstellen will, Strom und Internet. Ja, das sind für mich die riesen Vorteile. Ich freue mich, dass auch Polta die erste Stadt Ostdeutschlands ist, die so einen Automaten zur Verfügung hat. Ja. Und wenn Thüringen und MDR, die haben schon fleißig Werbung gemacht. Ich habe schon berichtet in meinem Büro. Ja. Das ist was komplett anderes als diese Verkaufsautomaten. Wir haben ja nun einige Nachahmer in der Polta, die uns die Geschichte mit dem Verkaufsautomaten nachgemacht haben. Ja, das macht uns so schnell keiner nach. Weil wir haben auch mit der Firma Kirschenhofer eine Vereinbarung getroffen, dass wenn hier in der Region oder in Thüringen jemand das Gerät haben will, dass er das dann erst über uns zu gehen hat. Ja, ich habe gesagt, wir haben ja wirklich so viel Zeit und Geld investiert und jedes Mal der Vorreiter von Ideen für andere zu sein, ist dann auch ein bisschen ätzend. Ja. Geistiges Eigentum sollte man Deutschland schützen können, aber geht leider nicht. Also ich würde sagen, wenn Fragen sind, fragt. Wir machen mal eine kleine Vorführung. Wir haben ein bisschen was zu essen, was zu trinken vorbereitet. Ja. Guckt euch alles an und wie gesagt, fragt, was ihr fragen wollt. Ja. Ich hab noch eine Frage. Wir sind ja nur ein paar Vertreter aus dem ländlichen Raum, oder sonst was, wie das System ist. Wie sind jetzt die Vermarktungsstrategie jetzt von Typ Leiber und sozusagen, wenn der eine oder andere sagt, das wäre jetzt genau was für meinen Ort, für mein Dorf, für meine Stadt oder sonst was. Wie ist denn da die Intention? Wie soll es denn weitergehen? Mit Standort 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, das liegt daran, wie die Gemeinde das entscheidet. Wir hatten Gemeinden, die wollten das Projekt selber finanzieren. Mhm. Wir hatten Gemeinden, die haben einen Fördermittelantrag gestellt, weil es ist ein Unterschied. Ich weiß zwar nicht warum, aber wenn wir einen Fördermittelantrag stellen, wir geben 100.000. Eine Gemeinde kriegt 200.000. Keine Ahnung warum.
So, wir haben jetzt das Projekt so gemacht, dass wir sagen, okay, die Gemeinde stellt quasi den Fördermittelantrag und vermietet uns dann den Automaten als Betreiber, dass wir auch eine Sicherheit haben. Ja? So war jetzt mit den Gemeinden, die da schon Interesse hatten, dass da sinnvoll ist, dann wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja. Aber an investitionsseitig bin ich irgendwo zwischen den 100 und 200.000 Euro. Ja, also das Gerät kostet netto 350.000. Wenn wir natürlich jetzt sagen, wir haben 10 Gemeinden, ja, gibt mir der Kollege sicherlich recht, und wir bestellen 10 Automaten, ja, dann wird das ganze System natürlich ein bisschen günstiger. Aber unsere Vermarktungsstrategie ist eben dann, wie gesagt, wir bestücken den Automat, wir betreiben den Automat und die Gemeinde hat was davon. Aber es liegt an jeder Gemeinde selber, wie sie es finanzieren will. Wie gesagt, manche haben echt gesagt, ja, das ist mir egal, braucht die Futter nicht, ich schieße das Ding so durch. Ja. Muss jeder selber entscheiden. Aber wir stehen hier eben unterstützend dabei. Wir waren mit der hier Gemeinde Kölle da, der Landgemeinde Kölle da. Großneuhausen, ja. Genau. Großneuhausen waren wir schon kurz davor. Ja. Das komplette Sortiment liefert jetzt ihr. Genau. Man hat die Gemeinde vielleicht Mitspracherecht, wenn die jetzt sagen. Ja, deswegen haben wir ja auch gesagt, es gibt diese Produktideen. Ja, wir werden natürlich nicht Fleisch und Wurst von jemand anders reinpacken. Ja, das ist klar. Ja? Aber wenn ihr die jetzt die Gemeinde sagt, pass auf, wir haben einen ortsansässigen Bäcker, man kann ja auch das Gerät eigentlich so bauen, dass du sagst, du hast einen gekühlten Bereich und einen ungekühlten Bereich. Ja, dann kann man auch zu einem ortsansässigen Bäcker sagen, du bringst deine Brötchen hin. Das Einzige ist, die Verpackung muss eben immer so passen, dass der Roboter da drin ist, dass er rauskriegt. Kriegt man aber auch alles hin, wenn man will. Und der Vorteil ist, ich kann auf der Gemeinde zusätzlich sogar noch mal Arbeitskräfte schaffen, indem ich mir jemanden suche auf 450 Euro Basis, der dann einmal in der Woche das Gerät bestückt oder zweimal in der Woche, je nachdem wie es läuft. Also es wird erstmal sehr viele Erfahrungswerte geben, aber wenn ich sehe, wie viele Tante Emma Läden oder wie viele Konsens das früher gab, die haben wir auch angenommen. Wir haben auch mit, was war das, Bacher hinten, ne? Hat man uns auch schon was angeguckt, da sollte das fest installiert werden. Und ich habe auch gesagt, das Schöne ist halt auch, du hast auf den Dörfern wieder einen Treffpunkt für die ältere Generation. Ja, weil wo treffen die sich alle? Beim Bäckerauto. Wenn noch ein Fleischerauto kommt, eventuell noch beim Fleischerauto. Aber die stehen ja meistens schon eine Stunde vorher da. Ja, das finde ich halt dann. Wir hatten bei einem sogar, glaube ich, mit Sitzbänken noch davor geplant und mit Essen, Trinken ist drin. Sollte man nicht verdursten und nicht verhungern. Also, es steckt sehr viel Potenzial drin und wir wollen das eigentlich so machen, dass wir das mit den Gemeinden zusammen oder mit den Interessenten zusammen dann aufstellen. Also wir geben jetzt nicht im Großteil alles vor, sagen so und so ist es. Gerade die Produkte, ja, also wir wissen selber, es gibt bei Arnstadt eine Kümmelgrenze, da brauchen wir jetzt unsere Wurstwurst nicht unbedingt reinpacken. Ja. Ist halt leider so in Thüringen. Mit wie vielen Produkten ist maximal ausstattbar der Konsum? Also es ist wirklich schwierig zu sagen, weil es auf die Größe ankommt. Ich sag mal, ich kriege jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Produkt habe, ein Glas, was so groß ist, ne? Ja. Ich habe eine Verpackung von uns, da kriege ich eine Verpackung rein. Und wenn ich das Glas daneben stelle, kriege ich halt dann drei rein. Deswegen ist es schwierig zu sagen, es kommt auf die Produkte rein. Wir haben aber auch noch ein bisschen Platz, aber wir können sagen, dass in diesem Automat die Menge von 24 solchen Verkaufsautomaten reingeht. Ja, und diese 24 Verkaufsautomaten würden mich das gleiche kosten wie der Automat. Hier habe ich eben noch die komplette technische Anwendung dazu. Was ich eben bei den anderen nicht habe. Wäre das noch irgendwie modular erweiterbar, dass man immer noch einen kleineren Container dran flanschen könnte? Oder also ich könnte zum Beispiel einen Roboter gekühlten machen, dahinter stelle ich seitenverkehrt einen ungekühlten. Also ich kann x-beliebig erweitern. Könnte man das noch erweitern? Okay. Ja, da bin ich komplett flexibel, das ist das Schöne. Ja. So, ja, Prost hat, wir trinken mal Prost zu Schluck. Prost. Na dann, viel Erfolg. Danke. Wird es noch eine Videoüberwachung geben?